20. aufgemacht. Schauspielgrößen wie Alfred und Maxi Böhm, Sissi Kraner oder Theo Lingen haben es getan. 18 Berndorfer und Berndorferinnen haben es ihnen nachgemacht. Sie haben mit dem Lustspielklassiker Pension Schöller 3 Abende lang für jede Menge Lacher gesorgt. Und das auch noch für einen guten Zweck. Ebenfalls mit auf der Bühne war meine Kollegin, Niederösterreich heute Moderatorin, Nadja Mader-Müller. Ich bin eine Dirne. Und wen interessiert das? Anscheinend viele. Dreimal hat die Dorfbühne St. Veit vor ausverkauftem Haus das Verwirrspiel rund um ein vermeintliches Irrenhaus aufgeführt. Entschuldigen Sie, wenn ich meiner Entrüstung die Zügen schießen ließ. Wie redet denn der? Aber Sie werden mich sofort begreiflich finden, wenn ich Ihnen sage, dass Herr Schöner, mein eigener Bruder, mir nicht erlauben möchte, dass ich der Gesellschaft heute etwas vordeklamiere. Das muss ein Unheilbarer sein. Prominente Unterstützung haben die Laiendarsteller von ORF-Moderatorin Nadja Mader-Müller und Rallyfahrerin Julia Schrenk bekommen. Was ist denn bitte mit dem Onkel los? Ich habe keine Ahnung. Die verletzte Motorsportlerin durfte sich am Ende des Abends nicht nur über viel Applaus freuen, sondern auch über die Einnahmen des Theaterprojekts von 5.000 Euro. Mit denen wird